Steigen wir nahtlos ein in diese aktuelle Stunde, die sich ja mit den Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft beschäftigt. Einreicher ist die CDU-Fraktion und deswegen darf sie starten. Herr Karten, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat heute eine aktuelle Stunde anberaumt, damit wir uns alle ins Bewusstsein rufen können, dass die Zeit des Wachstums in unserer Stadt zunächst einmal vorüber ist. Und ich denke, wir haben bei der Corona-Krise gesehen, und es wurde nochmal deutlich, dass was immer gilt, soziales und kulturelles Leben wie auch Bildung sind nur dann möglich, wenn die Wirtschaft funktioniert und das Rückgrat für die Beschäftigung in unserer Stadt und das Rückgrat für stabile Steuern sind die kleinen und die mittelständischen Unternehmen. Und um die müssen wir uns ganz besonders kümmern. Wir sehen, dass durch die Krise bereits heute viele Unternehmen sehr stark gebeutelt sind. Unternehmen aus Industrie, aus dem Handwerk, Gewerbe, Gastronomie, Tourismus. Und die gilt es zu schützen. Und wir sollten uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir deren Fortbestand unterstützen können. Und es gibt aus unserer Sicht neben dem Sofortprogramm des Bundes, dem Sofortprogramm des Freistaates, wo viel Geld aktiviert worden ist, aber auch eine Verantwortung bei uns in der Stadt Dresden. Und wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, dann können wir auf unserer Ebene enorm viel tun. Wir haben auch schon einiges auf den Weg gebracht. Ich erinnere an die Corona-Soforthilfe für die Kleinstunternehmen, für die Solo-Selbstständigen. Wir haben insgesamt 13.000 Anträge gehabt für die ausgereichten 10 Millionen. Jedes Unternehmen, was sich in der Notlage befand und immer noch befinden wird, hat 1.000 Euro zunächst mal bekommen können. Das war eine sehr gute Aktion, die zunächst mal für uns alle etwas Zeitgewinn war. Wir haben in der letzten Sitzung, Sie erinnern sich sicherlich, über die Sondernutzungssatzung gesprochen, und zwar über den Erlass der Sondernutzungsgebühren für Gastronomen und für Händler. Das haben wir alle miteinander beschlossen. Es gab auch einen Antrag der CDU-Fraktion in Ergänzung, wo wir gesagt haben, wir möchten auch ermöglichen, dass die Sondernutzungsflächen unbürokratisch erweitert werden können. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben, sondern es muss dringend weitergehen. Und wir haben uns als CDU-Fraktion einige Dinge überlegt, die wir heute beispielhaft hier in die Diskussion einbringen wollen und gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Wochen diskutieren wollen. Da gibt es zum Beispiel die öffentlichen Ausschreibungen der Stadt. Die müssen aus unserer Sicht dringend weitergeführt werden. Im Jahr 2018 haben wir allein im Baubereich über 200 Millionen Euro an Leistungen vergeben. Davon sind etwa 35% unmittelbar in der Stadt geblieben, bei den Unternehmen, etwa 80% in Sachsen, da zählt Dresden bei dieser Zählung dazu. Und im Lieferdienstleistungsbereich sind es fast 100 Millionen gewesen 2018 und dort sind etwa 40% des Auftragsvolumens in der Stadt geblieben. Eine Menge Geld, was die Firmen beim Wirtschaften unterstützt. Und wir sollten alles tun, dass wir in dieser Größenordnung weiter Aufträge vergeben können. Während der Corona-Krise in den letzten Wochen sind Bauvorhaben verzögert worden. Hier sollten wir versuchen, diese zu beschleunigen und schneller voranzukommen als bisher. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten einen Neustart des Dresdner Tourismus erleben. Wir sollten alles dafür tun, dass wir in einem, wir nennen es Masterplan Tourismus, die Ideen zusammentragen, um den Unternehmen des Tourismus Hilfestellung zu leisten. Und hierzu zählt auch die Dresdner Bettensteuer. Hier nehmen wir jedes Jahr ja 10 bis 12 Millionen Euro ein. Wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen dafür einsetzen, dass mehr Geld als bisher aus der Bettensteuer in den Tourismus zurückfließen.
Das Gleiche gilt für den Tages- und Kongressstandort. Auch den müssen wir neu beleben und zusehen, dass Kongresse in der Stadt bleiben und dass wir neue Kongresse und Veranstaltungen nach Dresden locken. Das wird nur gehen, wenn wir das Budget der Dresden Marketing GmbH an dieser Stelle erhöhen. Das Ladenöffnungsgesetz, ein heißes Thema hier im Stadtrat, sollte uns Anlass sein, doch nochmal darüber nachzudenken, ob es bei den zwei Sonntagen bleibt. Wir wollen ganz gern in dieser Situation mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, ob wir vier Sonntage doch an Ladenöffnungszeiten stadtweit ermöglichen und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr. Lassen Sie uns dieses Jahr darüber nachdenken, dass wir Sondernutzungsgebühren für Veranstalter erlassen können. Auch dies wäre aus unserer Sicht eine gute Maßnahme. In den letzten Wochen waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses in Heimarbeit zu Hause beschäftigt. Da ist viel liegen geblieben, auch eine Menge Anträge von Unternehmen. Wir sollten dafür sorgen, dass die möglichst schnell abgearbeitet werden. Und zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an den Oberbürgermeister. Wir wären sehr erfreut darüber, wenn es gelingt, im Dresdner Rathaus an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Botschaft auszugeben, dass wir Ermessensspielräume bei Entscheidungen über Anliegen, die die Wirtschaft betreffen, großzügiger umgehen. Dass wir diese Ermessensspielräume stärker nutzen als bisher. Ich glaube, es sollte mehr möglich sein, Dinge, die wir vielleicht in der Vergangenheit mit gutem Grund nicht genehmigt haben, etwas großzügiger zu behandeln, um diesen Anliegen der Dresdner Wirtschaft zum Erfolg zu verhelfen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen auf Sie zukommen und möchten unsere Vorschläge gern mit Ihren Vorschlägen, die Sie sicher jetzt auch vortragen werden, abgleichen und mit Ihnen gemeinsam ausloten, was wir davon umsetzen können und dabei natürlich auch ausloten, wie diese Vorschläge zu finanzieren sind. Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde soll ein Auftakt sein, soll uns allen ins Bewusstsein rufen, dass wir für die Wirtschaft mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir das angehen, in der Tat etwas mehr tun können. Und zwar für die lokale Wirtschaft, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn wie ich eingangs sagte, sind genau diese Unternehmen das Rückgrat für die Beschäftigung und für stabile Steuern, die wir alle dringend brauchen. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Wie eingangs signalisiert, beginnt die SPD. Frau Sturm, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Die Aktuelle Stunde des heutigen Tages scheint auf den ersten Blick als angemessen und richtig. Nehmen wir die täglichen Meldungen aus den Medien zum Maßstab unseres Handelns. Ich zitiere mal ein paar Schlagzeilen des gestrigen Tages. Ansteckungsgefahr in Clubs und Bars, das Ende der Nacht, aus dem Spiegel. Beitragszahler in Corona-Zeiten, die gefährliche Schieflage der Sozialkassen, FAZ. Künstler demonstrieren für Corona-Hilfe, die Sächsische Zeitung. Coronavirus in Dresden, Linke erstattet Anzeige gegen OB Dirk Hilbert, Tag 24. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, wir alle hier im Raum haben Ängste und Sorgen um unsere Stadt und ihre Menschen. Wir machen uns Sorgen, insbesondere um die Gesundheit der älteren Bevölkerung und derer mit einer Immunschwäche. Um die wirtschaftliche Lage alle, seien es Touristiker, Hoteliers, Gastronomen, Kunst- und Kulturschaffende, Kleinunternehmer, Großunternehmer, Arbeitnehmer, Mittelständler, Nebenberufler und so weiter. Aber ich frage Sie ernsthaft, liebe CDU-Fraktion, halten Sie politisches Taktieren für richtiges Handeln? Ein gewisses politisches Taktieren waren ja schon die vereinzelten Hilfen, die wir in den vergangenen Sitzungen beschlossen haben. Wir haben mal ratzifatzi 10 Millionen ausgegeben und damit auch gewisse Ungerechtigkeiten geschaffen, nämlich denen gegenüber, die davon nicht partizipieren konnten. Wir haben in Windeseile Möglichkeiten ergriffen, die wir konnten, siehe die Aussetzung der Gewerbesteuer oder die Schaffung oder die Aussetzung der Sondernutzungsabgaben. Aber ich frage mich doch ernsthaft, was ich von dieser Aktuellen Stunde zu diesem existenziellen Thema halten soll, wenn in der Begründung steht,
Überlegungen zur Beschleunigung von Antragsbearbeitungen, Aufrechterhaltung des Niveaus öffentlicher Ausschreibungen und Auftragsvergaben, ganz wichtig, Entbürokratisierung, oder die weitreichende Nutzung von Ermessensspielräumen bei der Unterstützung wirtschaftlicher Anliegen. Muss ich mich doch fragen, wer saß denn 25 Jahre an den Schalthebeln und was haben die ersten drei Punkte mit Corona zu tun? Das wollen wir doch alle hier in Dresden seit vielen Jahren und einige von uns reden, kämpfen schon ewig, insbesondere für die ersten drei Punkte. Und ehrlich gesagt, im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, was weitreichende Nutzung von Ermessungsspielräumen bei der Unterstützung wirtschaftlicher Anliegen ist. Ich glaube, dass ich selten zynisch bin, aber es tut mir leid. Mir fällt da aus rationalen Gesichtspunkten nichts ein, außer politisches Taktieren. Und ich glaube, nichts brauchen wir weniger. Ich möchte gleich mal weitermachen mit den Zitaten, weil gerade eben die aktuellen Steuerschätzungen von Herrn Scholz gekommen sind und mal zwei Schlagzeilen von 16 Uhr aus dem Spiegel zitieren. Corona-Rezession, Bund rechnet mit Steuerloch von 100 Milliarden Euro. Kommunen erwarten Einbußen von bis zu 60 Milliarden Euro. Ich kann im Moment keine Ermessensspielräume erkennen. Ich möchte Sie im Namen der SPD-Fraktion dazu aufrufen, die Krise nicht zu nutzen, um die politische Lage noch mehr zu entzweien und Klientel zu bedienen, die sich in Marktschreiermanier aufführen. Unsere Aufgabe ist es, diese Stadt durch dieses Fahrwasser zu manövrieren. Und ich kann in dieser aktuellen Stunde nicht erkennen, dass wir damit vorankommen. Ich denke, wir können das nur mit sachlichen Diskussionen und Besonnenheit. Herr Kahn, wir arbeiten, glaube ich, sehr gut zusammen, was den Bereich Tourismus betrifft, bereits im Aufsichtsrat der Dresden Marketing GmbH. Und ich glaube auch, was Sie gerade eben gesagt haben zum Thema Bettensteuer, Sonntagsöffnungszeiten. Das sind alles Themen, wo ich Ihnen ehrlich sagen muss, da kann ich nur politisches Taktieren erkennen. Und dass Sie an die Bettensteuer in diesen Zeiten ran wollen und das Thema ausgerechnet jetzt ansprechen, halte ich für ein ganz gefährliches Pflaster. Ich glaube, wir sollten abwarten. Ich glaube, wir sollten uns zusammensetzen, wenn absehbar ist, welche konkreten finanziellen Auswirkungen diese Krise auf die Kommune hat und ob wir überhaupt noch in der Lage sind, unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen. Denn ich glaube, das wird eines der Schwerpunkte der kommenden Haushaltsverhandlungen werden. Dankeschön. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Aktuelle Stunde, für die Einreichung dieses Themas. Und wir sollten diese Aktuelle Stunde heute auch nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zu zeigen, dass wir helfen wollen. Und zwar helfen, ihre wirtschaftliche Sicherheit, ihre Arbeitsplätze und ihre Unternehmen zu erhalten. Und in dieser Situation sind Vorhaltungen fehl am Platz, genauso wie warten. Wir gucken mal und schauen mal, was in 5, 6, 7 Wochen ist. Wenn Sie die Arbeitslosenzahlen, wenn Sie die Zahlen der Menschen in Kurzarbeit anschauen, sorry, wie lange wollen Sie da noch warten? Vor wenigen Wochen wurde ich noch bei Twitter attackiert, als ich gesagt habe, dass die Wirtschaft gesund aus dieser Krise hervorgehen muss. Andere wollten sie mal lieber gegen die Wand fahren lassen. Die heimische Wirtschaft. Ich wollte heute gar nicht ausrasten. Ich wollte es nicht, wirklich nicht, aber ich wäre dazu gezwungen. Die heimische Wirtschaft von Handwerk über Tourismus und Gastronomie bis hin zum Dienstleistungssektor und auch die Industrie brauchen jetzt unsere volle Aufmerksamkeit. Und das und nur das muss heute hier die klare Botschaft aus diesem Rat sein. Die FDP-Fraktion hat daher ein Ideenpaket, über das wir sehr gern bereit sind, mit allen zu diskutieren, am Montag vorgestellt. Wir haben uns im ersten Schritt der Dresdner Freizeit- und Tourismuswirtschaft und dem Gastgewerbe gewidmet. Warum diesen Branchen? Ganz einfach, weil das die Branchen sind, die in den letzten Wochen exakt 0 Euro Umsatz machen konnten und die einen großen Beitrag zur Belebung, zum urbanen Leben in dieser Stadt geleistet haben und leisten. Ein paar dieser Ideen möchte ich jetzt mal kurz ansprechen und vorstellen. Einen hat der Herr Kaden ja schon mal anmoderiert. Ich würde es etwas drastischer formulieren, und zwar für 2020 und 2021. Ist jetzt die Frage nicht mehr, ob wir 4 verkaufsoffene Sonntage haben wollen, sondern die Frage ist, wann wollen wir diese 4 verkaufsoffenen Sonntage haben?
Weiterhin auch die regionalen Sonntagsöffnungstermine, die ja jetzt schon entfallen sind, Beispiel im Zusammenhang mit St. Pieschen oder mit der BAN. Hier muss es möglich gemacht werden, dass eine unbürokratische Verlegung auf einen neuen regionalen Anlass durchgeführt werden kann. Wir wollen auch eine grundlegende und nicht nur temporäre Liberalisierung der Sondernutzungssatzung. Die Sondernutzungssatzung soll so geändert werden, und zwar dauerhaft, dass es Gastronomen unkompliziert ermöglicht wird, ihre Außen- und Gastronomieflächen zu erweitern. Und dazu gehört auch die Erweiterung der Möglichkeit zur Ausgestaltung der Freiflächen, Bepflanzung, Podeste, wie sie in Pirna zum Beispiel gebaut sind, oder Werbeaufsteller. Händler und Gastronomen, die bisher keine Sondernutzung von Flächen in Anspruch nehmen, soll das durch ein vereinfachtes Meldeverfahren möglich gemacht werden. Und zur Flächenerweiterung können hierfür für uns auch Parkplatzflächen gehören. Im Bereich der inneren und äußeren Neustadt können wir uns das durchaus vorstellen. Ja, Herr Lichti, können wir. Dort, wo es punktuell Sinn macht, da sind wir, wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind sehr gern bereit, mit Ihnen darüber zu reden. Was allerdings der Vergangenheit angehören sollte, und da schaue ich mal in diese Richtung der Verwaltung, sind Diskussionen, wie sie zum Beispiel die Elbzentrale oder der City Beach mit der Verwaltung geführt haben. Diese Diskussion, die Zeit für diese Diskussion, hat der Unternehmer vielleicht in Zeiten, wo es gut geht. Jetzt haben wir eben keine Zeit mehr für Warten. Und jetzt, ich möchte Sie nochmal, Herr Schmidt-Lamontaine, wirklich bei Ihrem Versprechen nehmen, was Sie letztes Mal gegeben haben, zumindest für die Wochen, die Sie noch hier sind in dieser Stadt, dass Ihre Verwaltung oder Ihr Amtsbereich eben die Ermessensspielräume auch vollständig ausnutzt, wenn es darum geht, Freiflächen zu genehmigen. Das heißt, Diskussionen wie Elbzentrale und City Beach möchte ich in dieser Stadt nicht mehr haben. Da Veranstaltungen wie der Frühjahrsmarkt auf dem Altmarkt ausgefallen sind, sollten Altmarkt, die Prager Straße und auch die Hauptstraße als Dresdner Sommer-Pop-Up-Märkte freigegeben werden. Ein Konzept, das wir übrigens auch langfristig an anderen Orten der Stadt sehen. Auch die Umsetzung des beschlossenen Trödelmarktes auf der Hauptstraße sollte zügig erfolgen, weil es einfach der Belebung dieses Stadtteils dienen kann. Und jetzt kommen wir zur Eventbranche. Wir haben viele Stadtteilfeste wie St. Pieschen und BRN, auch das Elbhangfest, die ausgefallen sind. Und da sehen wir, und da sind wir bei dem Punkt einmalig, einen einmaligen Notfonds, wo es eben möglich gemacht werden soll, solche Großveranstaltungen mit engagierten Veranstaltungen eben langfristig zu sichern. Weiterhin sollte die Verwaltung auch rechtzeitig auf diese Veranstalter zugehen und darüber zu reden, was man eben tun kann, um gewisse große Events, die auch für die Stadt eine sehr positive, sehr schöne Ausstrahlung weit nach außen haben, weiterhalten kann. Als Struktur schlagen wir vor, dass zum Beispiel das nicht mehr notwendige Kulturhauptstadtbüro dort in die Bresche springen kann. Sobald es Clubs und Diskotheken eröffnet, wieder möglich wäre zu öffnen, sollte es auch, oder können wir uns zum Beispiel vorstellen, eine Nacht oder ein Wochenende der Dresdner Clubs, ähnlich wie eine lange Nacht der Wissenschaften oder Museumsnacht in Kooperation mit den Club- und Diskothekenbetreibern und der Landeshauptstadt Dresden. Zur Dresden Marketing GmbH. Diese sollte 2019 ihren Schwerpunkt auf den Binnen- und grenznahen Tourismus legen, für 2021 den Fokus auf die Vermarktung des Messe- und Kongressstandortes, und das Budget der Dresden Marketing Gesellschaft sollte im neuen Haushalt nicht gekürzt werden und sich eher an den durchschnittlichen Einnahmen der Bettensteuer orientieren. Angesprochen wurde es auch schon, was Industrie und Handwerk betrifft, Thema Vergaben, öffentliche Bauvorhaben. Es gab schon Stimmen aus der Verwaltung, die gesagt haben, das Erste, was jetzt gestrichen wird, ist das Schul- und Kita-Bauprogramm. Sehen wir anders. Jetzt ist es gerade wichtig, erstens in die Kinder und in die Jugend zu investieren, und zweitens ist es auch ein wichtiges Signal an die Handwerker und Unternehmen in unserer Stadtgesellschaft. Ebenfalls ist es wichtig, dass die Wirtschaftsförderung im nächsten Haushalt umfassend ausgestattet wird mit Mitteln, um Ansiedlung zu unterstützen. Wir haben ja auch noch ein paar Landtagsabgeordnete hier bei uns, der Regierungskoalition. Meine Bitte an Sie, nehmen Sie Ihre Koalition in die Pflicht, dass auch seitens des Freistaates alles getan wird, um die Städte und Gemeinden handlungsfähig zu halten. Und lassen Sie mich jetzt zum Schluss kommen. Wir müssen in nächster Zeit genau darauf achten, was können und was wollen wir uns noch leisten. Und das werden die Haushaltsverhandlungen mit sich bringen. Da wird es einige Projekte oder Lieblingsideen geben, die wirtschaftlichen Zwängen weichen müssen, manche dauerhaft, manche vielleicht nur zeitlich verschoben werden. Aber was mir wichtig ist, und dafür werbe ich hier, dass wir uns einig sind, dass wir den Laden am Laufen halten, dass wir die Macherinnen und Macher da draußen unterstützen und dass wir hier als Stadtrat nicht Bedenkenträger sind, sondern dass wir uns Mühe geben, die Mutmacher für die Dresdner Macher zu sein. Vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, Frau Dagen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Gäste. Auch die Kulturbranche und die Kreativwirtschaft ist von den restriktiven Maßnahmen der Krisenbewältigung betroffen. Dies allerdings im unterschiedlichen Maße. Alle großen städtischen und landeseigenen Spielstätten haben bereits vor 4 Wochen schon die Spielzeit beendet. Die angestellten Künstler gingen ins Homeoffice und in die Kurzarbeit. Dort entdeckten manche die digitalisierte Welt, diese allerdings und leider ohne Interaktion und Applaus. Andere wiederum musizierten auf leeren Plätzen von Balkonen herunter oder genießen als Lohnempfänger diese, Zitat, tolle Zeit der Entschleunigung. Mehr Zeit für Kreativität war selten, sagen die einen. Für die anderen allerdings, die Selbstständigen, wird die Luft zum entschleunigten Ein- und Ausatmen langsam dünner. Wenn ich als Kulturveranstalterin nun nach 2-monatiger Veranstaltungssperre den Betrieb wieder aufnehmen darf, ist dies kein Akt der Barmherzigkeit, für den die Veranstalter und Künstler dankbar sein müssen, sondern ein versuchter Kaltstart, ein unbedachtes Anfahren im zweiten Gang. Was passiert? Der Motor stockt, geht aus und bei den ganz Ungeduldigen geht auch noch die Kupplung kaputt. Die kürzlich erlassenen Verordnungen, diese als Lockerungen tituliert, sind ein solches Abwürgen an einer längst ergrünten Ampel, wenn von einem zum genehmigenden Hygienekonzept und einem Mindestabstand von 1,5 Metern geschrieben steht. Dieser Ventral-Dorsal, also von vorne, von hinten, links und rechts. Literaturhäuser und Kulturvereinen ist der Veranstaltungsbetrieb per 18. oder 15. Mai nun wieder erlaubt. Dies unter vorgenannten Bedingungen. Allerdings stellt sich mir als Kulturveranstalterin, die wirtschaftlich arbeitet und unternehmerisch agiert, die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Abgesehen davon, dass jene, die bereits Tickets im Vorverkauf erworben haben, beim Einlass priorisiert zu behandeln wäre, finden in unserem Kulturhaus nun statt der geplanten 80 Besucher nur noch 20 Platz. Geplant wurde aber gleichzeitig mit den Eintrittsgeldern eben jener 80 Besucher, von denen die darstellenden Künstler, Schauspieler, Musiker ihre Honoraren und Spesen bezahlt bekommen und die nun natürlich ihr vereinbartes Honorar einfordern. Logisch, dies für erbrachte Leistung, ob nun vor 20 oder 80 Besuchern. Nun ist meine Art von Kulturförderung auch mit meinen erwirtschafteten Steuern sogenannte freie Kultur in Dresden erst mit zu ermöglichen. Dies tue ich sehr gern, durchaus im Sinne einer bunten, toleranten, pluralistischen Kulturlandschaft. Nur werden auch meine Steuern niedriger, wenn die Einnahmen sinken. Das heißt, früher war das so, wir werden da noch das eine oder andere Wunder erleben, fürchte ich. Wenn nun unser Ministerpräsident in einem Interview altväterlich davon spricht, den Menschen in diesen schweren Zeiten mehr Eigenverantwortung zuzugestehen, meint er in meinen Augen doch eher, macht euren Dreck alleine. Und das machen wir und lassen das Kulturhaus einfach zu. Schade für das Publikum, für die Künstler, für die Autoren, für die Musiker, ja, das meine ich auch. Aber wahrscheinlich gibt es ja Möglichkeiten und Maßnahmen, und das ist die Aktuelle Stunde heute, die uns allen helfen. Denn auf die besten und auf die einfachsten und vielleicht zugegebenermaßen auch auf die unkonventionellsten Lösungen kommt man eben nicht, wenn man an einer Ampel steht, den Gang nicht reinkriegt und es hinter einem hupt und kreischt. Autos, so finde ich, müssen fahren können und Kulturhäuser müssen offen sein. Und wenn es die Kleinhäuser unter den vorgegebenen Bedingungen eben nicht schaffen, müssen die Großen, und Sie erinnern sich, nämlich jene, die vor 4 Wochen schon ihre Spielzeit beendet haben, eben ihre Türen wieder öffnen. Dies für bereits geplante und nicht selten schon ausverkaufte Konzerte, Lesungen, Theater der Unabhängigen, der kleinen Kulturräume und der hiesigen Kulturwirtschaft. Dies natürlich mit gebotenem Abstand zueinander und trotzdem beieinander. Vorschlag: Die Philharmonie wäre ein solcher Raum gewesen,
indem man dann eben keine 1500 Gäste, aber wenigstens 250 Besucher Platz finden können, wo der Künstler mit dem vereinbarten Honorar nach Hause gehen kann und der Veranstalter eine angemessene und damit meine ich eine entsprechend reduzierte Miete zahlt und dennoch eben nicht nach Förderung schreien muss. Ich habe gesagt gewesen, denn hier wäre das Signal ein solches gewesen, wenn es darum geht, Ermessungsspielräume auszuloten und auszunutzen und zu entbürokratisieren. Ich habe eine entsprechende Anfrage gestellt mit leider bis dato wenig positivem Signal, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir würden dann die entschleunigten Kulturangestellten, die leergedachten Kreativen und die verzweifelten Selbstständigen wieder zusammenbringen und zeigen, dass es im Endeffekt und immer wieder nur darum geht, wenn wir es gemeinsam versuchen. Ich finde für meinen Teil ganz großes Theater, gerne Bühne frei. Vielen Dank. So, als nächstes sind Bündnis 90 Die Grünen dran, Herr Schulz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Corona-Krise wird wahrscheinlich die größere Auswirkungen haben als die Finanzkrise 2008. Davon stark betroffen der Mittelstand, der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb, das Tourismus- und Hotelgewerbe, der Einzelhandel und hier insbesondere der stationäre Einzelhandel. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist in den letzten Wochen um 6,5% eingebrochen. Wir erleben aktuell eine Angebots- und Nachfragekrise, die alle Unternehmens- und Wirtschaftsbereiche trifft. Und wir stehen am Anfang einer Rezession, von deren Ausmaß wir im Moment vielleicht eine Ahnung haben. Bundesregierung und die Länder haben sehr schnell und mit sehr großen Summen Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Und auch als Stadt haben wir uns mit dem Soforthilfeprogramm mit einem Volumen von 10 Millionen Euro, dem Erlass von Sondernutzungsgebühren für Einzelhandel und Gastronomie, der Stundung von Gewerbesteuerzahlungen, der Weiterzahlung der Förderung für Kulturschaffende, dem Verzicht auf Kita-Gebühren für die Monate April und Mai sowie weiteren Fortzahlungen und Erlässen unseren Möglichkeiten entsprechend für Unterstützung und Entlastungen der vielen unverschuldet in Schieflage geratenen Menschen in unserer Stadt gegeben. Als Grüne ist uns auch an der Stelle klar, dass wir damit nicht jedes einzelne Schicksal lindern können. Dafür braucht es dann insbesondere die Unterstützung und Solidarität der Menschen untereinander. Gute Projekte sind dazu unter anderem die Initiative Support Your Local Artists, des Kreativwirtschaftsverbandes Wir gestalten Dresden oder auch des Dresdner City Managements mit SOS for Culture. Auch die Gutscheinaktionen der Lieferangebote von Einzelhändlern und Gastronomen sind zu nennen. Hier wurde viel Einsatz und Kreativität gezeigt. Die wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten gut, werden wir die auch gut brauchen. Für uns als Grüne muss ein wirtschaftlicher Neustart mit langfristigen Klimazielen verbunden werden. Dazu gehören die Förderung klimafreundlicher und regionalwirtschaftlicher Dienstleistungen, Technologien und auch Angeboten. Wir stellen fest, durch die eingeschränkten Märkte und geschlossenen Grenzen zeigt sich, dass die Förderung der Regional- und Kreislaufwirtschaft lebensentscheidend sein wird. Dazu gehört für uns die Unterstützung regionaler Erzeuger. Ein guter Erfolg war unter anderem die Wiederzulassung der Wochenmärkte ab dem 1. April. Dafür hat sich insbesondere Wolfram Günther, grüne Umweltminister in Sachsen, auf Landesebene eingesetzt. Auch der Inlandstourismus wurde angesprochen, wird in der nahen Zukunft eine größere Rolle spielen. Ausländische Gäste werden uns fehlen und das Reisen in andere Länder wird schwerer oder, wie gerade aktuell, unmöglich sogar sein. Und wenn uns die FDP gerne einlädt, hier an einem Papier von Ihnen mitzuarbeiten, dann würden wir es gerne lesen von Ihnen dann. Bis jetzt kennen wir es nicht, dann schicken Sie es uns zu, dann wir sind da durchaus bereit, auch mitzudenken und zu arbeiten. Beim Tourismus sind vor allem die Kooperationen nach unserer Ansicht notwendig mit dem Dresdner Umland und der Region, um Gäste entweder länger oder öfter in die Stadt zu holen.
Mobilität von Reisenden ist mit öffentlichen Verkehrsangeboten abzudecken. Lokale Kulturangebote müssen stärker beworben werden und die Verpflegung mit regionalen Erzeugnissen erfolgen. Ein gutes Beispiel hierzu ist das Angebot in Schmilka, wo die An- und Abreise mit der S-Bahn erfolgt, Übernachtungen in der Schmilkaer Mühle, biologisch erzeugte Lebensmittel aus der Region und das Erleben der Sächsischen Schweiz als Gesamtpaket gebucht werden können. Auch der Einzelhandelsverband hat sich an uns gewandt. Ladenschließungen und Leerstand wollen auch wir als Grüne verhindern. Mit den Vorschlägen werden wir uns beschäftigen und konstruktive Maßnahmen erarbeiten. Wir wissen, Hilfsprogramme werden regelmäßig anzupassen sein, da die Situation der Betroffenen sehr individuell sind. Wir dürfen aber auch bei aller Unterstützung und bei den Hilfsprogrammen nicht vergessen, dass wir auch eine öffentliche Infrastruktur erhalten müssen. Dazu stehen die Schulen und Kitas, dazu zählt der öffentliche Personennahverkehr und die Förderung des Radverkehrs. Wie wir gelesen haben, Fahrradhändler haben gerade Hochkonjunktur. Eine Abwrackprämie für Fahrräder können wir uns ja an der Stelle sehr, sehr gut vorstellen. Für PKWs dann, so wie es mal vor 10 Jahren war, wäre das jetzt das völlig falsche Signal. Einkommen und Gehälter sind für viele Beschäftigte weggebrochen. Und auch die Arbeitslosenzahlen steigen im Moment akut. Das Denken der Menschen und die Verhaltensweisen haben sich innerhalb kürzester Zeit geändert. Was das bedeutet, erlebt gerade der Einzelhandel. Trotzdem die Geschäfte geöffnet bleiben, sind diese weitestgehend leer. Bahn und Busse fahren die trotzdem, transportieren aber im Moment mehr Luft als Menschen durch die Stadt. Mit dieser Aktuellen Stunde bringt ein erster Ansatz zumindest dann, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen können. Als Grüne werden wir uns diese Aufgabe stellen und werden uns aktiv in diese Bewältigung der Rezension mit einbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin der CDU für den Aufschlag dieser Debatte sehr dankbar. Sie ist notwendig. Ich möchte auch auf die Punkte eingehen, die vorgetragen worden sind von Herrn Stadtrat Kaden. Ja, Bettensteuer, mehr in die Tourismus zurückfließend, hätte nur eine Ergänzung, viel mehr. Zweitens, ja, auch hier bin ich bereit, meine Meinung, die ich bisher hatte, zur Sonntagsöffnungszeiten für diese Sondersituation auch zu revidieren. Es gibt OVG-Urteil, es gibt klare Rechtsprechung dazu zu den Sonntagsschließgesetzen. Ich wünsche mir, dass es in dieser Sondersituation der Wirtschaft geholfen wird, sonntags mehr öffnen zu können. Wir müssen da etwas tun. Und Gesetze sind nicht für Gesetze da, sondern für Menschen. Und wenn wir der Wirtschaft helfen müssen, dann helfen wir auch unserem Staat und dem Fiskus. Ich habe mich weiterhin Gedanken darüber gemacht, über das Thema, was uns in ferner Zukunft auch immer mehr beschäftigen wird, ist, wie die Fiskalpolitik in der Stadt auszusehen hat. Für mich ist es in der heutigen Situation, in den nächsten Monaten, möglicherweise auch noch darüber hinaus, geboten, dass wir eine expansive Fiskalpolitik ermöglichen. Die Schuldenbremse, so wie wir sie auch hier haben, oder sogar das Schuldenverbot, wird sicherlich für diese schlimme Situation, die wir haben, in Frage zu stellen sein. Es ist so aber, dass darüber hinaus es politische Kräfte gibt, die sehr gerne es wünschen würden, dass das dauerhaft weg sind, weil dort eine teilweise vertretene Auffassung gibt, naja, mehr Schulden würde die Wirtschaft besser und dauerhafter und immer ankurbeln. Eine andere Auffassung sagt, dass eine stringente Fiskalpolitik im Langen eine höhere Wachstum sorgt. Es gibt dazu eingehende Untersuchungen. Der Sachverständigengerat hat dazu 2019 klare Empfehlungen gegeben vor Corona, Schuldenbremse auf jeden Fall weiterhin gestalten, weil diese dafür gesorgt hat, dass in jenen Ländern, in denen diese verfassungsrechtlich in den Gesetzen verankert war, zu mehr Wachstum geforscht hat.
Und zum anderen hat es eben nachgewiesen, dass es eben dann auch langfristig für mehr Steuergerechtigkeit und mehr Steuern gibt. Wir haben des Weiteren das Thema Wirtschaft unterstützen, ist ein wichtiges Thema. Ich hatte angeregt, und das ist natürlich sehr provokativ, das Thema auch Gewerbesteuersenkung. Es ist eine Idee, eine mögliche Bitte auch an den Finanzbürgermeister, diese Sachen mal überhaupt gutachterlich sich anzuschauen. Es gibt eine Stadt in Monheim in Nordrhein-Westfalen, die radikal die Gewerbesteuer heruntergezogen hat und dann das Dreifache an Einnahmen erzielt hat. Das hat also der Wirtschaft gut getan. Nun gibt es dann einige, die sagen, naja, das ist dann Steuerkannibalismus. Und die Sache wurde dann auch untersucht, ob das stimmt. Und nach den Untersuchungen, die mir vorgelegen haben, stand dann sehr drinne, naja, drei Viertel war tatsächlich nicht davon, sondern es hat wirklich dazu gesorgt, dass sehr, sehr viele Unternehmen hierher gebracht worden sind. Ein Hinweis, dass in Sachsen wir die höchsten Gewerbesteuersätze haben, sollte uns nachzudenken, warum so viele Unternehmen eben einen großen Bogen um uns machen. Ich höre immer das Geweine darüber, ja, bei uns im Osten kein einziges DAX-Unternehmen und so weiter. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das FAG letztendlich, so wie es in der Spieltheorie, in der Volkswirtschaftslehre allgemein gegeben ist, dafür sorgt, dass Städte einen Anreiz eher haben, durch dieses Gesetz Steuern zu erhöhen sukzessive als zu senken. Das hat natürlich die Konsequenz, dass man gegenüber anderen Bundesländern dort in Nachteil kommen kann. Also das ist auch eine Situation, wo ich glaube, Steuergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit hat sehr viel damit was zu tun, dass wir auch Steuern gegenüber den Unternehmen so festlegen, dass diese auch bezahlbar bleiben und dass jetzt die Wirtschaft sich wieder erholen kann. Es ist für mich in die Gebot der Stunde, dass in den Zeiten, wo die Wirtschaft derartig brutal getroffen wird, dass der Staat ihnen wieder eine Chance gibt, sich zu erholen. Und dazu gehört auch die Frage der fiskalen Besteuerung der Unternehmen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde in der Aktuellen Stunde, Fraktion Die Linke, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen der Corona-Krise sind dramatisch. Die EU-Kommission erwartet eine Rezession historischen Ausmaßes. Nach der EU-Frühjahrsprognose wird die Wirtschaft im Euroraum in diesem Jahr voraussichtlich um 7,7% schrumpfen und die Arbeitslosigkeit auf 9,6% im Jahresdurchschnitt zulegen. Für Deutschland erwartet die EU-Kommission einen Absturz des Bruttoinlandsprodukts um 6,5% gegenüber dem Vorjahr. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni beschreibt die Lage folgendermaßen. Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der großen Depression nicht mehr gegeben hat. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt Folgendes ein. Es zeichnet sich eine Rezession ab, die tiefer sein wird als während der Finanzkrise. Aber nicht nur die Wirtschaftsunternehmen leiden unter den schwerwiegenden Folgen der Corona-Krise, auch Freiberuflerinnen und Freiberufler, Soloselbstständige, Honorarkräfte, Gastronomen, Kulturschaffende, Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen und Studentinnen und Studenten, deren Pauschaljobs regelrecht weggebrochen sind, haben massiv zu kämpfen. Viele Menschen leiden unter Existenzängsten, und nicht wenige befinden sich in ganz realer wirtschaftlicher Not. So manchen steht das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern Oberkante, Unterlippe.
Und die Betroffenen benötigen deshalb jetzt drei Dinge. Erstens eine Perspektive, zweitens verlässliche Entscheidungen von Politik und Regierung und drittens eine unkomplizierte finanzielle Hilfe, die auch bei allen Menschen ankommt, die Unterstützung benötigen. Eines geht allerdings nicht. Dass Großunternehmen erst in erheblichem Umfang staatliche Hilfe bekommen und gleichzeitig ihre Aktionäre mit üppigen Dividenden beglücken. Und was auch nicht geht, meine Damen und Herren, ist den Versuch zu unternehmen, jetzt diese Situation zu benutzen, um nicht zu sagen zu missbrauchen, um lang gehegte ideologische Träume aus der neoliberalen Mottenkiste nun endlich Realität werden zu lassen. Da werden wir uns entgegenstellen. Und meine Damen und Herren, die Krisenbewältigung darf auch nicht auf dem Rücken der kleinen Leute erfolgen. Werden jetzt falsche Weichenstellungen vorgenommen oder notwendige Schritte unterlassen, drohen soziale, kulturelle und wirtschaftliche Folgen verschärft zu werden, anstatt diese zu mildern. Es hätte fatale Konsequenzen, wenn notwendige Ausgaben durch ein Streichkonzert bei Sozialem, bei Jugendhilfe oder der Kultur finanziert würden. Gerade diese Bereiche sind es doch, die wir bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise ganz dringend benötigen und die eine wesentliche gesellschaftliche Funktion dafür haben. Wenn die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen überwunden werden sollen, wäre eine Politik des Sparens und Streichens nicht nur nicht förderlich, sondern sogar kontraproduktiv. Ein derartiger Kurs drohte, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu verstärken. Statt zu sparen, muss investiert werden. Ich halte es da ganz mit Keynes. Und ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass man im Freistaat Sachsen kaum eine Kommune findet, die eine Haushaltssperre in dieser Situation erlassen hat. Viele sind da vernünftiger als hier in Dresden. Meine Damen und Herren, schon nach der dramatischen Finanzkrise 2008 haben massive staatliche Investitionen dazu beigetragen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Um die gegenwärtige Krise meistern zu können, sind allerdings die Milliarden aus der Staatskasse allein nicht ausreichend. Ganz wesentlich sind auch die von vielen Menschen gelebten Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Gemeinschaftssinn. Und eben an diese Werte und an diese Erfahrungen sollten wir alle auch nach der Corona-Zeit anknüpfen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit wäre die Aktuelle Stunde beendet.